Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieseldate-Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um die Wärmepumpe. Ihr wisst ja schon, wir haben rausbekommen, in diesem Altbau von 1952 können wir eine Wärmepumpe installieren. Dafür haben die energetischen Maßnahmen, die wir inzwischen schon durchgeführt haben, in den letzten 20 Jahren ausgereicht. Zweitens, ich weiß auch schon, was dafür nötig ist, wo sie hinkommt und wie sie installiert werden muss. Und ich habe eine Kostenschätzung. Der Installateur hatte gesagt 25.000 Euro. Da reden wir später nochmal drüber. Und heute geht es darum, ja, wie kann man sich das überhaupt leisten? Und deswegen habe ich meinen Energieberater, den Achim Horn, wieder bei mir zu Hause gehabt und mit ihm darüber gesprochen, welche Zuschuss- und Fördermöglichkeiten für diese Wärmepumpe es eigentlich gibt. Außerdem habe ich heute diesen Antrag dann tatsächlich auch noch ausgefüllt und das zeige ich euch auch und da reden wir auch nochmal, was mit den 25.000 Euro los ist. Aber jetzt erstmal zu meinem Gespräch mit Achim Horn. Hallo, grüße Sie, Herr Böcklein. Dankeschön, dass Sie schönen guten Morgen, genau. Wegen meines guten Kaffees wieder zu mir gekommen sind. Gell? Immer gerne. Jetzt habe ich ja so ein bisschen Zahlen schon, was diese Wärmepumpe kosten kann. Also der Sommerfeld hat mir 25.000 Euro mal so grob genannt, mit denen ich rechnen muss. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, ich würde alternativ einfach die Gasheizung ersetzen, ist es natürlich ein bisschen günstiger. Ich weiß nicht, vielleicht 7.000, 8.000 könnte ich mir vorstellen um den Dreh. Jetzt ist da ein Delta und ja. Ich bin jetzt gespannt, was kann man denn da machen? Was gibt es denn momentan für Zuschüsse? Da ist ja auch ein riesen Tohuwabohu. Kann man denn überhaupt gerade überhaupt was aussagen? Zuschüsse gibt es schon für die Wärmepumpe. Das ist ja sozusagen der Weg, die Bundesregierung will uns dahin bringen. Deswegen, das fördert sie mit Zuschüssen. Mhm. Und die Zuschüsse sind eigentlich auch ganz schön. Das muss man schon sagen. Die Wärmepumpe wird im Moment richtig gut gefördert. Okay. Sie ist auch richtig teuer geworden. Also die ganze Handwerkerleistung ist teuer geworden. Aber die Förderung ist richtig gut. Und im Idealfall kriegen sie 40% und vielleicht noch ein bisschen mehr. Was? Und wie kommt das? Naja, es gibt, wenn wir eine Wärmepumpe einbauen, die eine Mindesteffizienz erfüllt, in der rechnerischen Jahresarbeitszahl ausgerechnet, dann bekommen Sie eine Grundförderung von 25% für den Einbau. Mhm. Wenn Sie gleichzeitig dann den Heizungstausch vollziehen, also Ihre fossile Energietechnik ausbauen, endgültig ausbauen, dann 10% Bonus. Okay. Dann sind wir bei 35%. Ja. Und wenn es dann noch eine Wärmepumpe ist mit einem umweltfreundlichen Kältemittel, dann bekommen wir nochmal 5% Bonus, dann sind es 40%. Cool. Das ist ja schon richtig gut. Mhm. Ich hatte Ihnen ja mal die Lambda-Wärmepumpe, die ich so im Kopf habe, mal geschickt. Mhm. Erfüllt die insofern diese Kriterien, auch mit diesem umweltfreundlichen Kältemittel? Das ist Kältemittel, ja. Das ist eine Wärmepumpe, die im Moment wirklich sehr aktuell ist und die erfüllt alle Kriterien. Cool. Das ist schon mal richtig gut. Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt 40 und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Woher kommen die? Ja, das bisschen mehr, das kommt von der Stadt Konstanz, weil Sie wohnen in der Stadt Konstanz. Ah. Genau. Und die Stadt Konstanz hat auch ein Förderprogramm aufgelegt, um eben von diesen fossilen Energien wegzukommen. Das gab es ja einen Beschluss bei der Stadt Konstanz, das zu machen. Und da können Sie nochmal einen kleinen Förderzuschuss bekommen. Na, ich stelle mal 1.000 so in die Option. Ja, also, ich meine, das ist super. Nicht so schlecht. Und was muss ich jetzt tun, um da ranzukommen an das Geld? Also den Förderzuschuss der Stadt Konstanz bekommen Sie nur, wenn Sie auch einen Förderzuschuss von der BAFA bekommen, also dass Sie entsprechend hohe Qualität einbauen. Das prüft die BAFA im Prinzip ab. Und das heißt, am Anfang muss man bei der BAFA, beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, den Förderantrag stellen. Und zwar wirklich vor Auftragsvergabe. Das ist ganz wichtig, vor Auftragsvergabe. Und dann stellen Sie den Förderantrag online. Mhm. Können Sie selber machen, brauchen Sie keinen Energieberater dazu. Das ist ganz easy. Okay. Ja, unter BAFA /WEG. Okay. Mhm. Bundesprogramm effiziente Gebäude. Nennt sich das. Dann bekommen Sie eine Eingangsbestätigung nach 2-3 Tagen per E-Mail. Und danach dürfen Sie im Prinzip loslegen, auf eigenes Risiko. Okay, das heißt, das sollte ich jetzt eigentlich am besten machen? Oder, das sollten Sie am besten oder kommt der Habeck jetzt morgen auf die Idee und erhöht die Förderung nochmal? Na, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so viel mehr gibt, dass ich deswegen warten würde. Okay. Ja. Und wenn Sie die Förderung gemacht haben, wenn Sie den Eingangsbestätigung haben, dann können Sie starten auf eigenes Risiko. Mhm. Das heißt, wenn Sie keinen Bescheid kriegen, wenn Sie keine Förderung, wenn der Topf leer wäre oder wenn Habeck sich jetzt was völlig anderes überlegt, plötzlich. Ja. Mhm. Üblicherweise bekommt man dann irgendwann Zuwendungsbescheid, das kann ein bisschen dauern. Mhm. Also ich höre da durchaus von 3, 4, 5 Monaten oder sowas. Okay. Und danach haben Sie wirklich einen Anspruch auf diese Förderung, die Sie beantragt haben. Mhm. Und dann haben Sie 2 Jahre Zeit, die Maßnahme umzusetzen. Sonst müssen Sie eine Verlängerung beantragen, das ist ein bisschen mühsam, aber kann man machen, wenn das nicht klappt in der Zeit, wegen Lieferschwierigkeiten und was weiß ich. Mhm. Und das ist der Rahmen. Und dann, wenn die Maßnahme abgeschlossen ist, dann müssen Sie innerhalb von 6 Monaten
Ihre Rechnungsunterlagen hochladen und nur das, was Sie nachweisen per Rechnung, bekommen Sie gefördert. Das heißt, eine Vorfinanzierung ist klar, also man muss erstmal bezahlen, das muss man haben. Genau, das muss man irgendwie zwischendurch haben oder die Bank gibt einem kurzen Kredit oder was auch immer, das kann man natürlich irgendwie regeln. Ja. Und was brauche ich, um diesen Antrag zu stellen, was muss ich da schon haben? Also ich darf ja noch kein Angebot haben oder kann ich schon ein Angebot haben? Sie dürfen ein Angebot haben, Sie dürfen auch Planungsleistungen schon gemacht haben. Okay. Ja, das Planung ist außen vor, weil die ist ja vielleicht auch Grundlage des Angebots. Mhm. Sie sollten ein Angebot haben, damit Sie wissen, was Sie eigentlich beantragen wollen. Ja? Mhm. Und dann sollten Sie aber die Fördersumme, die Sie beantragen, etwas nach oben setzen. Okay. Weil Sie bekommen nachher nur gefördert, was Sie wirklich mit Rechnung nachweisen. Also wenn er jetzt sagt, es wird so 25.000 kosten, soll ich dann 30 reinschreiben? Auf jeden Fall. Lieber ein bisschen mehr. Sogar noch mehr? Würde ich ein bisschen mehr reinlegen. Ah ja, okay. Also kommt darauf an, wie gut Ihr Handwerker dann wirklich schätzt und wie treu er seinem Angebot ist. Aber manchmal kommt irgendwas dazu, was man vorher nicht gesehen hat. Dann ist eine Leitung doch noch ein bisschen so, wenn man den Heizkörper schon mal tauscht, dann machen wir die Leitung noch oder sowas. Ja. Und dann wäre das was erforderlich ist für die Umsetzung der Maßnahme, das ist alles förderfähig. Okay. Also nach dem Berliner Flughafenmodell würden wir mal das 2- bis 3-fache reinschreiben. Naja, ganz so groß nur nicht, aber ein bisschen nach oben aufrunden dürfen Sie schon. Okay. Ja. Und was brauche ich an Informationen, um diesen Antrag online ausfüllen zu können? Was sollte ich mir da zurechtlegen? Wissen Sie das? Da brauchen Sie wirklich nicht viel, weil Sie müssen eigentlich nur die Summe eingeben und beantragen. Okay. Es ist eben gut, man hat das Angebot schon vorliegen. Mhm. Wenn es jetzt eine Notsituation ist, dann würde ich es auch ohne Angebot beantragen. Aber es ist immer gut, man weiß ungefähr, was es ist und man weiß, es kann auch klappen. Mhm. Ja, das heißt, ein Angebot, wo eben einmal das Gerät drin ist, die Wärmepumpe und die ganze Technik drumherum, was wir haben wollen, neuer Wasserspeicher oder Pufferspeicher, Regelstationen, alles, was dabei ist. Okay. Wenn es noch nicht gemacht ist, auch die Kosten für die raumweise Heizlastberechnung. Mhm. Und natürlich muss das Angebot auch einen hydraulischen Abgleich beinhalten. Also das ist einfach Voraussetzung, dass am Ende ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wird. Okay. Nach dem Verfahren B, das ist das genaue Verfahren, sonst gibt es keine Förderung. Okay. Und deswegen muss man das natürlich auch bei der Angebotsabfrage im Prinzip mit abfragen, was kostet das, damit das alles dabei ist. Damit sind wir bei den Fehlern, was darf man nicht machen und was ist ein Ausschlusskriterium, was darf man nicht reinschreiben? Genau, also Ausschlusskriterium ist auf jeden Fall, wenn Sie vorher schon einen Auftrag vergeben. Da gibt es eine kleine Ausnahme, und zwar wenn Sie einen Auftrag vergeben mit der ganz klaren Bindung, dass wenn Sie keine Fördermittelzusage bekommen, dass der Auftrag dann nicht stattfindet. Aber das ist eigentlich nicht notwendig, weil man hat 2-3 Tage später die Eingangsbestätigung. Mhm. Das ist also der große Fehler, wenn man vorher einen Auftrag vergibt. Und ansonsten in der Umsetzung gibt es natürlich ein paar Fehler, wenn eben die Wärmepumpe nicht effizient genug ist, um die Förderkriterien zu erfüllen. Also erstmal gibt es beim BAFA ja eine Liste von allen Geräten, die überhaupt förderfähig sind. Mhm. Da sind im Moment so 1200 oder sowas. Also die kann ich Ihnen nicht auswendig sagen. Ja, klar, da kann man nachgucken. Also. Wirklich nachgucken, welche zum Zeitpunkt der Antragstellung förderfähig ist. Und andere, die machen einfach keinen Sinn mehr, weil die sind nicht effizient genug. Mhm. Deswegen sind sie rausgefallen. Mhm. Und dann muss eben rechnerisch nachgewiesen werden, dass das Gerät, das verbaut wird, so wie es verbaut werden soll, diese Mindestanforderungen Richtung Jahresarbeitszahl erfüllt. Also rechnerische Jahresarbeitszahl, dieses Jahr 2,7 mindestens, nächstes Jahr ein bisschen besser, 3,0. Mhm. Da gehen wir einfach in die Effizienz rein, die müssen besser werden, wir müssen besser werden alle zusammen. Das heißt, da regelt der Fördergeber ein bisschen nach und fordert ein kleines bisschen mehr, das ist auch gut so. Okay. Und wenn man jetzt in dem Angebot zum Beispiel keinen hydraulischen Abgleich drin hat, ist das auch schon gleich ein K.O.-Kriterium? Oder kann man sagen, oh nee, habe ich vergessen, kommt später? Das ist kein K.O.-Kriterium, sondern dann muss man eben bei der Beantragung der Summe bedenken, dass hier nochmal Kosten dazukommen. Mhm. Auf jeden Fall müssen Sie den hydraulischen Abgleich am Ende machen. Sonst kriegen Sie die Förderung nicht. Ja, das muss nachgewiesen werden. Ja, also bevor ich den Antrag dann tatsächlich ausgefüllt habe, habe ich mir dann doch nochmal einen richtigen Kostenvoranschlag machen lassen. Und, oh Wunder, er war nicht mehr bei 25.000 netto, sondern bei 32.000 netto. Also 38.000 Euro brutto. Das ist natürlich eine ganze Menge mehr. Insofern sind manche Zahlen, die ich jetzt in dem Gespräch genannt hatte oder die ich prognostiziert hatte, auch nicht mehr ganz richtig. Den Antrag auszufüllen war tatsächlich eigentlich nicht besonders schwer. Ich glaube, ich habe dafür 15 Minuten gebraucht und davon allerdings alleine 10 dafür, um das Baujahr zu bestimmen dieses Hauses, weil da hieß es, man soll das nehmen, wie es im Einheitswertbescheid festgelegt sei. Und ich habe diesen Einheitswertbescheid nicht gefunden. Ich habe alle möglichen Grundsteuer
Einheitssteuerbescheide und geänderten Einheitswertbescheide gefunden, in denen leider kein Baujahr drin stand. Und ich habe letztendlich dann in der Bauakte so lange gesucht und gewühlt, bis ich irgendein Datum gefunden habe, was plausibel war. Und das habe ich dann in den Antrag auch reingeschrieben. Ansonsten war es eigentlich relativ simpel. Die Grunddaten kenne ich auswendig, ich weiß, wie ich heiße. Und ich weiß ja auch schon, welche Wärmepumpe ich mir ausgesucht habe. Und die gab es auch im System. Ein kleiner Moment unsicher war ich noch, weil ich ja dann auf jeden Fall noch beantragen wollte, dass eben die zusätzliche Förderung für den Austausch der alten Gasheizung berücksichtigt wird. Und mir war nicht ganz klar, ob ich noch irgendwas vergessen habe, noch irgendein Häkchen zu wenig gemacht habe, aber ich habe es dann mal so abgeschickt. Also 38.000 Euro sind der Voranschlag für die Wärmepumpe brutto. Davon 40% abgezogen, bleiben ungefähr 23.000 bei mir hängen. Für eine Gastherme neue hatte mir der Installateur 12.000 bis 15.000 angegeben für die Installation. Und die neue Gasbrennwerttherme, da ist natürlich immer noch ein Delta von ein paar tausend Euro. Und ich habe dann ziemlich umfangreiche Überlegungen angestellt über die Wirtschaftlichkeit dieser Wärmepumpe. Und zwar bringen wir da drei Jahreskurven in Einklang. Wie effektiv arbeitet die Wärmepumpe im Laufe des Jahres? Je kälter es wird, desto weniger effizient. Wie viel Überschussstrom habe ich von meiner PV-Anlage? Je kälter es wird, desto weniger Überschussstrom. Und wie sieht es mit dem Heizbedarf aus? Das ist eigentlich relativ logisch, ja. Je kälter es wird, desto mehr Heizbedarf. Und wie passt das Ganze zusammen? Was bedeutet das prognostiziert für den Stromverbrauch? Und was würde das für die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe bedeuten? Das sprengt aber den Rahmen dieses Videos. Das mache ich in einem der nächsten. Also schaut euch auch gerne an, was in Zukunft auf diesem Kanal erscheint. Und damit ihr es nicht verpasst, gebt mir am besten auf jeden Fall jetzt gleich hier ein Abo. Ich hoffe, euch hat dieses Video über die Fördermöglichkeiten und Zuschussmöglichkeiten für die Wärmepumpe gefallen. Wenn ja, dann liked es unbedingt, kommentiert unten auch, was ihr noch an Ideen oder Erfahrungswerten dazu zu sagen habt und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Tobias.